So. Na gut. Na gut. Ari liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Ja, nimm Position ein, die Kanone zieht sich zurück. Wie ihr wollt. Da, wir Ari vom Boden kratzen. Lehrt sie das Fürchten. Nur Mut. Wir werden siegen. Natürlich. Ja. Einer eurer Helden steckt. Unsere Kanonen haben die höhere Reichweite. Diese Eisenkanone ist überfordert. Der Tag der Abrechnung. Steuern. Sehr gut. Wie ihr wollt. Ja, mein Gott. Dinge laufen folglich in etwa wie geplant. Wir ziehen uns gleich wieder zurück. Der Winter wird nicht mehr lange werden. Sobald der Turm weg ist, gibt es Rückzugbefehl gegeben. Ja, darüber nimm mal. Ari kann sich schon mal zurückziehen. So gut ich kann. Da kannst du mal deinen Falken mal rüberschicken. Zeig uns den Weg. Okay, zurück. Sofort. Wir warten den nächsten Winter ab, um wieder zuzuschlagen. Für diesen Winter ist ein ganz guter Weg gewesen, den wir ausgelöst haben. Du schaffst das. Wie ihr wollt. Ein Mann hat es nicht bis ans Ufer. Ja, das habe ich mir gedacht. Bevor das Eis schmolz. Da hatten wir es perfekt im Gefühl, wenn der Winter losgehen würde. Oder wenn der Winter enden würde. Wir werden gesegnet. Ja! Da haben wir es einfach wortwörtlich gespürt. Wird erledigt. Und dann bilden wir einfach neue Kanonen aus. Ich meine, das ist jetzt kein so großer Verlust für uns gewesen. Wo immer wir eine Möglichkeit haben, systematisch vorzugehen, ist das unsere Vorgehensweise. Wo ist Pilgrim übrigens? Ist mitten irgendwo nirgendwo, seit er die Mine freigesprengt hat. Er kann zum Rest kommen. Wie ihr wünscht. Ich will nur sicher gehen, dass nicht irgendwann die Death-Armee hier rausgestürmt kommt und dann unsere Helden abschlachtet. Einer eurer Verbündeten steckt in, weil wir es dann irgendwann übertrieben haben. Feinde greifen ihn an. Das kann ich. So. Ja, ja. Nichts lieber als das. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Na. Und da kommt unser Achtermarkt hin. So, da können wir wahrscheinlich 8 Marktplätze setzen auf Thaler Holz. Ich bin fertig hier. Und vielleicht 4 weitere auf Lehmstein. Einfach nur, um sicherzugehen, dass beide Sachen uns niemals ausgehen können. Dann können wir da wahrscheinlich noch ein, zwei Alchemisten hinsetzen, vielleicht noch 1, 2 Schmieden. Und dann passt das alles. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja, ist gut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Zuerst die Wohnhäuser, die überall hin müssen. Wir sind bei 8. Dann sind wir bei 5 Wohnhäusern. Na gut. Ah. Wir bauen die ganzen Sachen auf, bevor wir die Händler aktiv setzen. Das bezieht natürlich auch Bauernhöfen mit ein. Ja, ist gut. Fertig. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Da ist ein Baum. Ihr da. Auf diesen Baum. Schlagt ihn. Jupp. Ja. Das sind 3 Bauernhöfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wohnhäuser. 1 fehlt noch. Das kommt nach hier hin. Die müssen alle ausgebaut werden. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Weil in jedem noch ein Bauer mit eingerechnet werden muss. Ihn an. Natürlich. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ist in Ordnung. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Bauernhöfe müssen noch. Ein paar von denen müssen hier hin. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Da ist noch ein Baum übrig. Geschlossen. Oder ein Baumstumpf. Macht ihn weg.
Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend? Okay, ein Bauernhof kommt nach hier hin. Ist ein bisschen mehr weiter abseits, als wir gerne gehabt hätten. Ich hab getan, was ihr wolltet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer fehlt noch. Nach hier kein hin. Kein Problem. So, und da gerade alles gebaut, was gebaut werden muss. Ja! Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Fertig! So, jetzt könnt ihr den ganzen Platz weiter freihacken, den wir später gebrauchen können. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich verstehe. Die Mine freigesprengt zu haben, hat dafür gesorgt, dass Volklung sich hier an Eisenmine hingesetzt hat, weil die hier leer gegangen ist. Warte, Volklung hat Leibeigene. Die Mine kann nicht so aufgebaut werden, weil sie leer gelaufen ist. Das Gebäude ist aus. Stimmt, aber woher kriegt Volklung neue Leibeigene her, wenn die alten verrecken? Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Das Gebäude muss sein, wir haben Dinge vor. Ausgebaut. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Der Schwefelschatten ist bald leer, nicht wahr? Ja. So, und da kommt der nächste Winter. Schnee bedeckt die Landschaft. Zahltag. Wir gehen noch ein bisschen weiter diesen Bereich hier entlang. Vielleicht überqueren wir diesen Winter die Furt und gehen auf die andere Seite und versuchen von hier aus unseren Spaß durchzuführen. Wenn wir an den Turm hier hinten rankommen, dann wäre das natürlich gottgleich. Wir erledigen das. Wird gemacht. Wir kümmern uns darum. Gut. Holz wird verkauft in großen Maßen. Wir haben 11.000 Holz. Wir verkaufen... Ja, wie viel verkaufen wir eigentlich? Wir haben 8 Marktplätze. Wir verkaufen nicht 1,5 pro Marktplatz. Wir verkaufen 1,4 pro Marktplatz. Wir verkaufen alles. Der Rückhandel wird mörderisch, weil wir eine riesige Masse an Talern haben. Okay, die arbeiten alle. Der Rückhandel wird mörderisch. Wir kaufen jetzt ja zwar gerade nur 16.000 Taler ein, aber dann haben wir 70.000. Und wenn wir die für ein Holz verscherbeln, dann wird's... Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Dann wird's saftig. Gruppe 4. Jawohl. Seid gesegnet. Wir kümmern uns darum. Unsere Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Natürlich, wenn ihr es für richtig haltet... Oh, Sian! Die haben genug von so einem Schwachsinn. Auf sie! Ergreift sie! So gut ich. Wir brauchen die ganze Gruppe 3 ab jetzt. Attacke! So gut ich kann. Das kann ich. Da ist die Def-Armee. Und sie ist nicht glücklich mit dem, was wir getan haben. Dafür sind wir genau die Richtigen. Spürt den Zorn des Herrn. Helias, wir brauchen eine Segnung. Der Herr, gebe Nein, sie sind gar nicht glücklich mit dem, was wir getan haben. Helias liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Lehrt sie das Fürchten! Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben! Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Einer eurer Helden wird angegriffen. Kratzt unsere Helden vom Boden. Ergreift sie! Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Natürlich. Nein, die Def-Armee ist nicht glücklich damit. Das Gute ist, die liegen alle auf dem Eis. Das heißt, sie sind nicht verloren. Ich tue mein Bestes. Freunde, kommt zu mir. Du Kanone, da oben, schieß. Wird gemacht. Ja, Angriff. Seid unbesorgt. Gut, sie tolerieren unsere Spaß nicht. Das ist
abzusehen gewesen. Macht sie nieder! Attacke! Ja! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Freilich. Ich bin schon unterwegs. Nur Mut! Wir werden siegen! Sicher! Für Ruhm und Ehre! Wenn ihr es für richtig haltet... Nur Mut! Wir werden siegen! Ich meine, wir verlieren im Endeffekt nicht aus diesem Eiskampf. Dario wurde überwältigt und liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Darauf schießen. Es ist Zahltag. Ein Handel wurde abgeschlossen. Ein Handel wurde abgeschlossen. Abgemacht. Gut, ab hier weigern sie sich, unseren Spaß mitzuspielen. Abgemacht. Abgemacht. Angriff! Ein Held ist in großer Gefahr. Der Handel ist beschlossen. Wir müssen unsere Helden in Bewegung zu halten, bringt uns ja gar nichts. Warum machen wir das? Elias liegt bewusst. Wir müssen sie nur hier in diesem Bereich behalten. Na gut. Damit wir sie jederzeit wiederkriegen können. Auf sie! Salim ist zu Boden gegangen. Ja, unsere Helden sind gerade aus Pappe. Das wissen wir. Kanonen, gibt den Helden ein bisschen Deckung. Nahkampf. Auf in den Kampf! Okay, werdet diese Eisenkanone los. Ich mag sie nicht. Ergreift sie! Ari liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Und jetzt braucht Pilgrim hier Verstärkung, weil Pilgrim an sich selbst sprengen muss. Achtung. Gleich macht es Rums! Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Einer eurer Helden steckt in Schlacht. Oh, jetzt ertrinken wir alle. Feinde ein Jammer. Ihn an. Es wird Hopp. Wieder wärmer. Na gut, wir haben nichts gewonnen, nichts verloren. Das ist nur unglücklich gewesen, dass die ein bisschen im Weg standen. Na gut, hebt die mal auf. Der Winter war ein bisschen kürzer als der vorherige. Wir bewegen die Kanonen zu einer neuen Position. Wir bewegen sie nach hier hin und probieren unser Glück von dieser Seite aus ein bisschen. Wenn wir hier arbeiten, dann triggern wir offensichtlich die Diff-Armee, die uns dann hier entgegenkommt und ein bisschen ärgert. Das ist ein bisschen unglücklich. So, die Handel sind alle abgeschlossen, richtig? Okay. Wir haben 8 Marktplätze. Nach dem nächsten, wir können für 10.000 Taler Holz kaufen. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Aber auf ganz so viele gehen wir nicht. Ich denke, wir gehen auf 5.000. Wir kaufen 5.000 Taler Holz. Oh Gott, nein, das werden wir nicht tun. So viele Klicks werde ich nicht machen. Wir kaufen einfach 10.000 Holz pro Marktplatz und geben uns damit zufrieden. Wir setzen uns ab jetzt schon unser Handelslimit von maximal ja, 10.000 für den Moment. Der Schacht ist bald völlig ausgebeutet. Mehr als das tun wir uns nicht an. Okay, mehr als 10.000 Holz kaufen wir nicht ein. Und für den Rückhandel werden wir schauen, wie wir das dann da richten. Ja, das beginnt jetzt schon eine absurde Masse zu werden. So. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Wir nehmen auch gleich noch ein paar Kanonen mehr dazu. Wir haben uns echt gut geschlagen gegen die Gruppe. Obwohl wir nur 3 Beladungskanonen benutzt haben. Und der Hauptgrund, dass es nach hinten losgegangen ist, dass unsere Helden leider überrumpelt wurden am Anfang. Weil die Armee noch nicht ausgedünnt war. Mit ein paar Beladungskanonen mehr, mit 6 Stück oder so, müssen wir uns darum keine Gedanken machen. Was wir gerade machen, hat nicht das Ziel, die Gegner auszulöschen. Es hat das Ziel, den Gegner zu schwächen, soweit möglich. Gruppe 6. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich... Aber damit nämlich nichts zu tun. Wir möchten eine zweite Gießerei haben, und zwar hier drüben. Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Des Weiteren, Gruppe 0. Kommt ja nicht auf. Okay, unsere Helden stehen alle wieder. Ihr könnt euch wieder nach hier oben bewegen. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Zahltag. Eure Kinder werden gesegnet. Denn wenn wir den Korridorkampf uns später irgendwie einfacher machen können, indem wir die Gegner ein bisschen ausdünnen im Voraus, dann ist das ganz genau das Vorgehen, das wir vorhaben, anzuwenden. Jawohl. Es kann warten, zuerst die Gießerei.
Aber gern. So, wir könnten testen mit Gruppe 0 hier unten unseren Spaß durchführen, den wir die ganze Zeit vorhatten. Das kommt weg. Und das kommt weg und wird ersetzt durch das. Gruppe 9 kann dafür dann hier eine weitere Gießerei hinsetzen. Kein Problem. Dann sollten wir in einen Zermürbungskampf geraten, brauchen wir Gießereien. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wir könnten... Wenn wir das Gebiet hier sichern, über Türme sitzen, das Tor zumachen, zumindest temporär, dann kann die Death Army gar nicht raus. Dann kann die uns gar nicht auf die Nerven gehen, während wir versuchen, die von außen zu bearbeiten. Das werden wir in Erwägung ziehen. Wir werden vorher speichern, nicht dass das Spiel dabei kaputt machen. Sofort. Das kann ich nicht. Ausbau abgeschlossen. Ah, ne, genau, hier. Ihr arbeitet ja Gruppe 9 dran. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dachchef. Setz uns hier einfach eine Schmiede hin. Steuern und Sold werden gezahlt. Es schneit. Sicher das. Aber gern. Sofort. Ich tue mein Bestes. Jawohl. Ausbau fertig. Okay, jetzt können wir uns unterwegs. Ja, das wird einen delikaten Flankenangriff erfordern, alles. Selbstverständlich. So. Quick Save. Wir haben noch nicht vor, das Tor zu blockieren. Wir machen das nur, wenn wir feststellen, dass die Gegner uns auf den Nerven gehen unterwegs. Kann ich jetzt Feierabend machen? Was sie wahrscheinlich werden. Ich rechne fest damit. Seid ihr noch ganz? Aber wenn wir es nicht durch ein bisschen Ablenkung handeln können, dann... Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Ihr könnt über den Hügel gehen. Ich gebe mein Bestes. Erkunde das Land! Wir erledigen das. So, gieß uns noch ein bisschen mehr. Ja, mein Herr. Die Kanone hier kann den Truppen von Folklung helfen. Ja! Oh nein, die kann mitkommen. Die ist nicht so weit weg, wie ich dachte. Wir erledigen das. Ja, Herr. Hm. Ich weiß nicht, ob wir den Turm erreichen können. Aber Jawohl. Wenn, dann ist das auf jeden Fall ein Versuch wert. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und wenn wir dafür die feindliche Armee hier einsperren müssen, dann ist das, was wir Natürlich. Tun werden. Euer Wunsch ist mir Befehl. Der Tag der Abrechnung. Steuern. Denn unsystematisches Vorgehen wäre schlicht und ergreifend unvernünftig. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, mein Herr. So, Quicksave. Jetzt, wo wir gewissermaßen in Position sind und noch Kanonen nachrücken. Feinde greifen ihn an. Ja, in Ordnung. Gut. Gern, ja. Nur Mut. Wir werden siegen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Zahlen? Dario konnte eine Heilung gebrauchen. Für mein Bestes. Bei Mohammed. Es sei. So sei es. Ergreift sie! Wir kümmern uns darum. Ich tue mein Bestes. Ein Held ist in großer Gefahr. So. Gut. Ja. Ja, mein Lord. Wie ihr wünscht, mein Herr. Dario kippt gleich um, aber er hat im Endeffekt sein Ziel damit erreicht. Dario liegt bewusst. Salom kann seinen Posten einnehmen. Nur Mut! Und Dario wird auf dem Boden kratzen. Wie ihr befehlt.
Ja, geh wohl. Zurück, regeneriere dich, regeneriere deine Fähigkeiten. Nächstes Ziel, dieser Turm. Angriff! Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. So, eine Kanone können wir noch. Ein Handel wurde abgeschlossen. Helias, was ist falsch mit dir? Natürlich. Bis in den Tod! Gruppe 3 hat die Position natürlich zu halten. Gruppe 4 hat zu schießen. Für Ruhm und Ehre. Übrigens, beten. Die Priester segnen die Bewohner der Stadt. Der Handel ist beschlossen. Nur Mut! Wir werden siegen! Ich traue diesem Zelt einfach nicht, deswegen geht's weg. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Mit Freude, Sie. In Ordnung. Abgemacht. Abgemacht. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Handel bestätigt. So, Salem kann gleich ausgetauscht werden durch Pilgrim. Oder nee, Dario kann das wieder übernehmen. Hand drauf. Eigentlich sollten wir nur Dario und Ari benutzen. Gut, Dario hat den größten Wert im Kampf an sich. Ist beschlossen. Ari gewissermaßen geringsten in großen Massenkämpfen. Das ist Ari, übernimmt den Spaß. Dario kann jetzt mal weiterschauen. Zeig uns den Weg. Angriff! Wir kümmern uns darum. Vier Kanonen, genau, die fünfte ist gerade. Die sechste ist gerade gegossen worden. Sofort! Okay, die Kanonen kommen nicht durch. Ich tue mein Bestes. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Wir können im nächsten Winter hinzustoßen. Natürlich. Freilich. Für Ruhm und Ehre. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. So, Salem. Deponieren Sie eine Falle. Da werden Sie schauen, die Schakale. Lehrt Sie das Fürchten. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wenn ihr es für richtig haltet. Dario, sag mir mal. Ach, guck mal, da hinten können die Kanone reinschießen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wenn ihr wollt. Ari, kannst du die Armbrustschützen nicht auswendig machen? Da. Lehrt sie das Fürchten. Löscht das. Ja. Was sie da treiben, ist unhöflich. Wird angegriffen. Ergreift sie. Für Ruhm und Ehre. Nee, an den Turm kommen wir nicht dran. Helden wird angegriffen. Ergreift sie! Dario, nein, 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 nein. Jawohl. Angriff! Auf sie! Nein, Dario, ja, falscher. Wird gemacht. Falscher Befehl, alle also zurück. Ja, mein Herr. Dario wurde überwältigt. Aritan-Modus. Kratzen vom Boden. Einer eurer Schwefelschächte ist erschöpft. Ja, mein Herr. Bis in den Tod. Wir können von uns die Zelte weiter beschießen. Bis in den Tod. Und unseren Belang schon ein bisschen weiter wie vorführen. Ihr wollt. Freilich, wenn ihr es für richtig haltet. Seid unbesorgt. Macht sie nieder. So, unser Schwefelschacht ist erschöpft. Wir können jetzt mal ein bisschen beten. Handel wurde abgeschlossen. Wir haben jetzt zu viel Holz. Wir handeln ab jetzt nur noch 5000er Schritte, oder? Ansonsten wird's zu viel Geklicke. Wir brauchen keine zusätzlichen Marktplätze. Wir müssen diese Handel ja nicht durchgehend aufrechterhalten. Wir können gleich separat für Steine mit Stein und Lehm handeln. Wir müssen uns immer nur merken, wo wir standen. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. So. Und so. Erkunde das Land.
Auf in den Kampf! Wir kümmern uns darum. Macht sie nieder! Jawohl! Nur Mut! Wir werden siegen! Ja, Herr! Nicht laufen, schießen! Macht sie nieder! Auf in den Kampf! Attacke! Aber nicht zu weit von vorne gehen. Lehrt sie das Fürchten! Sie schießen zurück. Ja, Herr. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Dafür. Ich will nicht auf irgendwas klicken. Ich will, dass ihr schießt. Greift sie. Ja. Macht sie nieder. Zurück. Wird gemacht. Salem, rettet die Kanone. Okay, die Kanone ist verloren. Wie ihr wünscht. Wir gießen schon mal die nächste für den nächsten Winter. Wie ihr befehlt. Hey, hier können wir ausbauen. Seid gesegnet. Hier können wir ausbauen, hier können wir ausbauen. Sicherstellen, dass ihr alle versorgt seid und bauen auf ein Wohnhaus. Ja. Mit Wohnhäusern sind wir versorgt. Da müssen wir uns keinen wirklichen Kopf drum machen. Der Tag der Bauernhöfe sind fraglicher. Steuern und Sold werden gezahlt. Nee, sind sie auch nicht. Bauernhof ist auch vollkommen im Griff. Euer Wunsch ist mir da ist der Winter ist da. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Es schneit. Wird gemacht. So, dann können wir unseren Gegner weiter ein bisschen ärgern. Das Gebäude Quick Save. Ausgebaut. Ja. So, gehen wir auf das Eis. Wenn Gott es so will. Erhöhen Gruppe 4 auf 6 Kanonen. Es gibt nicht genug zu essen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wie ihr wünscht, wenn Gott es so will. Auf in den Kampf! So soll es sein. Ich gebe mein Bestes. Feinde greifen euch an. Tun sie. Hoffentlich nicht mehr lange. Nicht sicher, wo die hinrennen wollen. Macht sie nieder! Angriff! Wir erledigen das! So, Ari, wenn ihr es für richtig geh haltet, unseren. Wenn ihr geh uns mal ein bisschen Sicht haltet. Beschaffen. Natürlich. Na gut. Wir fangen von außen nach innen. Wir fangen von außen an. Das heißt, die äußeren Sachen müssen wir zuerst beseitigen. Handel bestätigt. Hand drauf. Ach ja, genau, beten. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ein Held ist in großer Gefahr. Sicher. Die elendigen Armbrustschützen von da unten. Ja! Angriff! Ja. Ari liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Der Handel ist beschlossen. Natürlich. So, kümmert euch mal darum, dass... Ja, ey, ne Moment mal. Nein. Steuern. Sold werden gezahlt. Abgemacht. Der Handel ist beschlossen. Ja, gern. Ja, Positionen. Auf in den Kampf! Hand drauf. Ja! Der Handel ist beschlossen. Abgemacht. Wir kümmern uns darum. Gern. Nach innen ist es Ausdünnungsarbeit. Angriff! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das kann ich. Kanonen, was tut ihr für einen Schwachsinn? Attackiert. Jawohl. Ja, mein hierhin. Und jetzt schießt da drauf. Du nicht, du gehst... Oh Gott, was ist das falsch mit unseren Kanonen? Lasst mich eure Wunden sehen. Für Ruhm und Ehre. Bis in den Tod. Helden, unterbindet das. Attacke! Ja. Angriff! Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Ja! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, ab diesem Punkt versteht die Defa mir nicht mehr wirklich viel Spaß, verstehe.
Im Endeffekt müssen wir nur besonders unsere ganzen Helden und sowas, wenn dann auf dem Eis sterben. Wie ihr wollt. Ergreift sie! Macht sie nieder! Eure Präsenz ist unhilfreich, Leute. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Dario wurde überwältigt und... Ja, das läuft nur mäßig plangemäß. Bis in den Tod. Hey, wollt ihr nicht mal mitspielen? Erik war unterlegen und ist bewusstlos. Oh nein, Erik liegt scheiße da, wo er ist. Arit zieht zurück. Zahltag. Ihr werdet angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Lass das. Jawohl. Wie ihr wünscht. Gern. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Freilich. Lehrt sie das Fürchten. Auf sie! Ja! Wird gemacht. Das kann ich. So. Wenn ihr wollt. Ari versucht inzwischen. Die Kanonen können es versuchen, sich zurückzuziehen zu den Truppen von Folklung. Ari kann versuchen, unsere Leute dazu zusammen zu kriegen, bevor der Winter gleich unweigerlich endet. Und sie wird gnadenlos dafür erschossen. Eure Helden wird angegriffen. Weil Erik ein bisschen blöd liegt. Freilich. Deswegen muss Ari am Leben bleiben, um ihn wiederzuholen. Folklungstruppen, wie wird, wenn ihr mal was mitmacht? Na gut. Ja, mein Herr. Ja, das lief nur mäßig gut. Ich bin schon unterwegs. Auf in den Kampf! Die Verteidiger sind ein bisschen unglücklich. Oder die Angreifer sind ein bisschen unglücklich mit unserem Nur Versuch, die einfach komplett auszudünnen. Und da kommt jetzt der Sommer. Mal schauen, ob Erik hier drauf geploppt wird oder zu uns zurückkommt. Er kommt zu uns zurück. Alles ist in Ordnung. Sommer. Eure Siedler werden gesegnet. Gut, dann müssen wir gleich schauen, wie wir die Gegner noch ein bisschen weiter ärgern können. Ich habe eine Idee. Na gut. Ich tue mein Bestes. Quick Save. Wenn Ari ein Verbündeter ist, unsichtbar ist, wird sie das Tor wahrscheinlich trotzdem auslösen. Ich tue mein Bestes. Das heißt, die Gegner können nicht rauskommen. Unsere Kanonen können ihre Arbeit machen, ohne sich gestört zu fühlen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern.